Hey, liebe YouTube-Freunde, willkommen zu German Warface. Ihr seht sicherlich schon im Hintergrund, was heute ist. Genau eine kleine Waffenreview über die neue Sniper, die man in einer Kiste bekommt. Die Arteris GQ50. Ich stelle die euch heute ein bisschen vor, erkläre die Waffe ein wenig. Ich habe mit der schon ein bisschen gespielt, um mich da ein bisschen anzugewöhnen. Und ich kann euch auf jeden Fall ein paar Sachen zu der Waffe sagen. Viel Spaß mit der Waffenreview auf jeden Fall. Fangen wir doch mal mit der Waffe selbst an. Die Arteris GQ50 ist eine Sniper für die Sniper-Klasse und bietet einige Sachen, die gut sind. Aber ich muss auch sagen, es gibt ein paar kleine Nachteile bei der Waffe, wenn man das mit der TWM X308 zum Beispiel vergleicht. Ja, die Waffe gibt es in der normalen Version und der Gold-Version. Und ist in einer 60-Credit-Box erhältlich. Ein bisschen Geld muss man investieren, um diese Waffe zu bekommen. Aber auf jeden Fall, muss ich sagen, ist die Waffe ihr Geld trotzdem wert. Fühlt sich ein bisschen komisch an in der Handhabung, muss ich zugeben. Also ich habe mit der X308 Scout, M217, S60B3, B5000 und weitere Sniper gespielt. Und ich muss sagen, die liegt ein bisschen schwer in der Hand. Und ja, fühlt sich zwar ein bisschen schwer an, aber ist vielleicht Gewöhnungssache. Optisch muss ich zu der Sniper sagen, ist sie nicht ganz so schön. Mir gefällt zwar vorne die Mündung ein bisschen, aber sonst sieht die Optisch halt ein bisschen schlicht aus und halt nicht so viele Knöpfe und sonstige Geschichten an der Sniper. Sonst ist sie relativ akzeptabel, was das Aussehen betrifft, aber es gibt definitiv schönere Sniper als diese Sniper. Ja, Goldversion und normale Version haben Reparaturkosten, das ist einfach so, wissen wir alle langsam, dass die Goldversion und die normalen Version Reparaturkosten haben. Und die Reparaturkosten ist sehr akzeptabel für die Waffe, habe ich vorhin selber gemerkt. Und ja, warum sollte man sie sich nicht trotzdem kaufen? Sehen wir dann. Des Weiteren hat die nicht viele Möglichkeiten, Aufsätze drauf zu packen, da die Mündungsbremse vorne schon drauf ist und die Griffstütze vorne auch drauf ist. Somit kann man leider nur das Zielfernrohr verstellen. Dort gibt es aber kein spezielles Zielfernrohr, was dazu führt, dass die Waffe gar nicht so krass ist, wie man sich vorgestellt hat. Aber trotzdem gar nicht mal so schlecht, meiner Meinung nach. Ja, dann kommen wir doch zum wichtigsten Punkt dieser Waffenreview und zwar der Stats. Dieser Punkt ist so das Wichtigste für euch und interessiert euch ja am meisten, mich natürlich auch. Und ja, dann kommen wir doch mal zu den Stats. Ja, was für Stats hat die Waffe? Die Waffe besitzt 350 Schaden, was für eine Sniper sehr hoch ist, wie wir ja alle wissen. Und ist somit eine One-Shot-Sniper und für den PvP sehr gut geeignet. Die Waffe bietet eine 70er Reichweite, was auch genug ist, um aus jeder Distanz den Gegner zu One-Shotten. Und somit gehört die einer zu der Distanz-Sniper. Die Waffe besitzt 47 RPM, was für eine Bolt-Action-Sniper noch im grünen Bereich liegt. Zwar nicht so schnell wie die TWM X308, aber trotzdem noch ganz okay ist. Des Weiteren besitzt die eine 104 Aim-Accuracy und eine 40er Hip-Accuracy. Hüftfeuer, muss ich ehrlich sagen, ist wirklich eine große Streuung, aber das werdet ihr sehen, wenn ihr das in-game benutzt. Die Waffe hat 10 Schuss im Magazin, was bedeutet, dass sie auf jeden Fall reichlich Geschosse abfeuern kann, bevor man nachladen muss. Der Unterschied zwischen der goldenen und der normalen Sniper sind eigentlich nur, dass die normale Sniper 47 RPM hat und die goldene 48 RPM und die normale Version hat nur 10 Schuss und die goldene 12 Schuss. Das war's. Ja, was soll ich eigentlich noch zur Sniper sagen? Alles in allem im Fazit gesehen ist die Sniper eine relativ gute Waffe, doch leider im Hüftfeuer sehr ungenau. Man kann leider keine Aufsätze wechseln und es gibt halt keinen speziellen Aufsatz, den man wechseln könnte, wie das Zielfernrohr oder sowas. Man sieht zum Beispiel im Zweikampf gerade, dass diese Waffe aus der Hüfte einfach nicht gut genug ist. Trotzdem werde ich die Sniper nicht abraten, aber ich selber würde mir die Waffe mit Geld nicht zulegen. Ich bin zwar ein Typ, der sich jede Waffe holt, die würde ich mir auch holen, aber man soll sich echt überlegen, vielleicht doch zu der TWM X308 zu greifen, bevor man diese Waffe hier nimmt. Trotzdem ist die Waffe nicht schlecht und für einige sicherlich sehr interessant. Wie gesagt, eine neue Sniper ist auf jeden Fall und trotzdem gar nicht mal so
schlecht. Das Schöne an dieser Sniper ist natürlich mit dem 5er Scope, scoped es sehr, sehr schnell rein. Man ist fast schon sofort im Scope drinnen, was auch einen Vorteil für die Waffe bietet auf jeden Fall. Das müsst ihr wissen. Und deswegen, alles in allem, finde ich die Waffe sehr gut. Und ich würde ich mir vielleicht schon gönnen. Aber entscheidet euch wirklich gut, ob ihr die Waffe nimmt. Wie gesagt, dafür die Waffenreview. Und ja, Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend auf jeden Fall. Je nachdem, wann ihr das Video gesehen habt. Und ja, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut raus, euer Jim Warface. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care.